Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mount & Blade Warband. Hier sind wir immer noch am Start, hauptsächlich auf der Suche nach Weizen, das wir nach Jajak bringen sollen, 5 Bündel. Letzten Part haben wir hauptsächlich Dörfer geplündert und haben noch einige wertvolle Sachen davon, haben aber schon einiges verkauft. Und ja, sind jetzt finanziell auf jeden Fall ganz gut gesichert, haben immer noch Sachen, die wir unter anderem auch ja, Wunder geben sollen. Dafür haben wir noch 6 Tage Zeit. Der ist aber immer noch im Verlies. Den rauszuholen, damit hätte ich auch noch 14 Tage Zeit. Aber ich glaube, die beiden Quests werden wir eher nicht mehr schaffen. Den Weizen haben noch 26 Tage lang Zeit. Bis jetzt haben wir aber allerdings auch Probleme, das zu kriegen. Hier in Rivatech soll demnächst ein Gelage stattfinden. Deswegen sind wir eigentlich hier. Momentan ist hier bloß noch niemand. Und ich würde sagen, wir nutzen mal die Zeit, um nach WCV ziehen zu reiten. Um mal nachzufragen, ob denn die zufälligerweise etwas Getreide haben. Nein. Die haben nur ja. Rindfleisch und Leinen. Das brauchen wir aber nicht. Na gut. Halt mal zurück. Hier haben wir schon ja mehrmals am Start, der ein paar Bauern unter anderem in seiner Armee hat. Der war auch der erste, der hier eintrifft außer uns. Da können wir schon mal in die Burg gehen. Und den guten Namen mal etwas Hallo sagen. Was geht ab? Ja, wir haben einen großen Sieg, den König Herobleck errungen, das ist absolut richtig. Wie sollte euer Meier eine Art Salulsum bekommen? Sein Freund ja, war ja. Kann ich wieder uns unterstützen? Nö, natürlich nicht. Für uns auch nicht. Mir ist so angekommen, dass ihr einen Streit mit ihr Lukasson hattet. Naja. Ah, ja, sie also okay. Jo, hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. So, was wir hier noch, auch nochmal gucken könnten. Beim Warenhändler. Der jetzt zwischen Weizen hat, nein, da nicht, und auch so, ja, da runter ganzen Kram hat kaum Geld. Ja, auf der Suche nach Weizen könnten wir mal nach Kurav reiten. Auf dem Weg dahin das ein oder andere Dorf noch abklappern. Da sind ein paar Deserteure. Da haben wir auch einige Gefangene am Start. Was ist eigentlich geplündert, okay. Könnten wir auch verkaufen bei einem Lösegeldvermittler. Was haben wir da schon wieder? Deserteure. Ja. Wir riechen gibt uns momentan nicht allzu viel gut. So viel Geld. Aber gut, wir haben ja noch Kohle in Reserve, also den Sold unserer Truppen zu bezahlen, da kriegen wir hin. Kleiner Feindtrupp in der Nähe von Kurav entdeckt, das ist interessant. Ja, da vorne, ja, Harald. Ja. Das ist wahrscheinlich der kleine feindliche Trupp mit 32 Mann. Der vor uns abhaut. Ist allerdings schneller. Jetzt dürfen wir langsamer sein, ja, im Wald. Der ist tatsächlich nicht so schnell für uns. Gut, dann schauen wir mal, was hier so im Marktplatz abgeht. Hier haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen Geld, da können wir mal Gewürze und... Ja, jetzt müssen wir die Gewürze verkaufen. Wo ist denn da mal das Samt? Ja, kriegen wir auf jeden Fall Kohle für. Ansonsten, Weizen... hat der hier auch nicht. Ist auch schade. Völkerung macht man sich auch nicht wirklich mit minus 2.
Ja, ist ein Lösegeld, damit er das trifft sich doch ganz gut. Wir können ihm mal einen Reiter verkaufen, 160, nicht schlecht, Veteran. 96 immerhin, ein paar Fußsoldaten in der Menge. Und ein paar Vermittler. Weil dann da steht ein Wachmann. Haben wir dann nicht noch Platz. Der wird dich gut beibringen. Deiner Dinare, jawohl. Lernen wir mal ein bisschen über die Dichtkunst. Kann man ja mal machen. Gut, auf jeden Fall gab es ja auch keinen Weizen. Vielleicht sollten wir mal nach Sargot reiten. Wenn wir eigentlich um die Lage nach Rivasik sollten. Ja, zuerst da war niemand. Wir kommen einfach später wieder. Wahrscheinlich dann, wenn das ganze Lager schon komplett vorbei ist, aber das ist ja so egal. So, zwischendurch können wir die ganzen Dörfer hier abklappern, wie ist Mirada. Heute, nein. Natürlich nichts für uns. War schade, dann zur Burg ist Mirada. Dann können wir mal einen kurzen Abstecher in Fährwiechen in unserem wundervollen kleinen Dorf machen. Sind schon ein paar Deserteure unterwegs. Na gut, hier ist nicht viel los, dann weiter nach Finale, ach was ja, Turigor chillt hier auch. Anstatt sich zum Lager zu bewegen. Super Taktik von uns allen. Schon wieder mitten in der Nacht hier. Schon wieder Fiorentis. Zieht in unseren Trupp, der bräuchte vielleicht doch mal ganz schlechte Ausrüstung, weil wir hätten ja noch Geld. Das ist jetzt erstmal. Und das ist auch die Frage, wie wir das machen, Matthias. Das Kaff ist auch ganz schön, naja. War es so als Bogenschütze ganz solide dabei. Ich kann Franz eigentlich zum Impf machen, das ist, denke ich, in Ordnung. Braucht natürlich noch anständige Ausrüstung, ob wir das jetzt tatsächlich finanziell machen, weiß ich nicht. Ein Flachsbündel. Jetzt bin ich mir wenig sicher. Ob der Flachs. Bündel Weizen sind eigentlich nicht. Dementsprechend bringt uns Finale auch nicht viel. Ich meine mich aber gerade grob daran zu erinnern, dass Weizenbündel in dem Sinne im Spiel ja nicht Weizenbündel sind. Also direkt Weizenbündel ist nicht was anderes. Und ja, Bulba hat Ultis aus Luma halten. Okay. So. Was gibt denn hier in der Schenke ab? Ein Sargot. Ganz nicht schlecht, aber jetzt bringt uns nichts. Sagt der Marktplatz so, ja, vielleicht Bündelfälle. Korn. Ich glaube, das sieht also jetzt ein Bündel tatsächlich. Also kaufen wir mal Korn. Und der Partner ist mal ganz weit weg. Von unseren Männern. Die hier haben noch Ratin, die aus ein paar Tagen alt ist. Ja, hier Käse, ja, ja. Wir sollen ein paar Brote kriegen, ein paar Trauben. Mit dem Rüstungshändler. Können wir uns einen neuen Helm kaufen. Hier so schön flügelten Topfhelm. Warum eigentlich nicht? Könnte unsere Kamera ein paar andere Helme kriegen. Sonst hier eine Elitenrüstung oder so. Bisschen teuer. Das 50 bis 14, ja, das wäre besser, aber so viel Geld haben wir da doch nicht mehr. Ansonsten. Ja. Kettenhemd mit Wappenrock wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Francis nehmen wir das mal. Und als Waffe. So. Wir nähen. Erg der Brust reindrücken. So, muss ich den Armbrust bolzen, wie es aussieht. Also eher so optimal. Wir könnten ihn schön Streetsackmesser gehen, so schön zweihändig. Oder einen großen Hammer. Ich
Wobei ein Stahlschild wahrscheinlich besser wäre. Und ein Stahlschild würde eigentlich uns eigentlich auch ganz gut zu Gesicht stehen. Wobei der Widerstand interessanterweise weniger ist. Und man ist relativ langsam. Egal, wir kaufen das Stahlschild. Da haben wir glaube ich 1290 Dinare, wie ich gerade sehe. Dann lassen wir es mal doch lieber. Ja, dann geht. Quatsch, wer ist mit Barst, würde ich sagen. Was hat der hier nochmal? Langes Armbrust, Armbrustbolzen, nordisches Schwert, ja. Dornhelm. Und so weiter und so fort. Berge grob. Ja, ist für den Bunker jetzt eigentlich ziemlich gut gerüstet, muss man mal zugeben. Aber es gibt während dies erstmal nicht gute Rüstung, eine Stufe 6. Mhm. Dann alles ziemlich gut. Hat ein Schwert. Schwert einfach eine fette Rüstung und einen ziemlich guten Helm. Da ist er auch ganz anständig ausgerüstet, wäre natürlich noch ein Schild. Schwert ist auf jeden Fall okay. Ich weiß gar nicht. Welche Stufe seid ihr hier so? Stufe 9 vermattet. Und warst du es auf. Auf Stufe 9, okay. Da hängt also. Fährt dies etwas hinterher. Aber das soll keine noch werden. Wir haben jetzt hier mal Weizen. Ich weiß, wir haben Korn. Wir brauchen mal 5 Bündel. Also 5-mal Korn. Ich meine mich zu erinnern, dass es Korn war. Dass es in den Quests immer Weizenmittel hieß. Das ist doch so ein Übersetzungs. Fehler, zumindest meine ich, dass es so war. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht irre. Das ist halt nur da. Hm. Ah ja, hier in die Dörfer. Die Dörfer. Dorfbewohner auch Korn. Sehr gut, damit hätten wir uns da 5-mal. Haben auch noch kaum noch Geld. 1261, naja. Auf jeden Fall können wir mal zurück nach Jajek reiten und gucken, ob meine Theorie stimmt. Und anschließend nochmal nach Vivalcheck zum Gelage, falls es nicht schon vorbei ist. Da das neue Leben da ja vergeben wurde, kann ich mir sogar ziemlich gut vorstellen, dass das Gelage schon vorbei ist. Ja, Tresor gebrochen. Ach was, ja, Gunda wurde freigelassen aus der Gefangenschaft. Das ist interessant. Weil wir noch 4 Tage Zeit haben, ihnen das Geschenk zu überbringen. Müssen wir ihn natürlich nur finden. Und vermutlich ist er auf dem Lager in Riverfeld und selbst wenn er da nicht sein sollte, sind zumindest hier Minerals, die wir fragen können, wo er sich denn jetzt aufhält. Das ist sehr gut. Ich denke auch wieder das Geschenk beschaffen. Werden wir sehr viel Dinare kassieren und vor allen Dingen eine gute Beziehung. Das dürfte uns sehr weiterhelfen. Truppen haben funktioniert, können wir ihn verbessern? Nein. So, wir werden wohl am frühen Morgen in Jajek ankommen. Also bis hierhin zum Emir. Der Schwall hat sich leicht verbessert von minus 7 auf minus 6. Mit dem jetzt im Dorfzentrum. Ja, Jajek liebt uns sowieso schon mit 9. Ziemlich gute Stimmung. Und oh ja. Der Helm steht uns aber mal sehr gut. Wohin Aufgabe. Ja, da 5 Bündel Weizen, zack. Teamstand Erfahrung. Verhältnis hat sich verbessert. Gut, also hatte ich recht, dass Weizenmittel, dass damit das Korn gemeint ist. Und jetzt, ja, wir uns mit einer Zustimmung von 14 akzeptieren uns. Sehr schön. Dann geht's weiter nach Riverfeld. Hoher wurde geplündert, schon der Stand erwähnt. Heißt, ich könnte noch praktisch in der Nähe sein. Außer die Seeräuber, die vor uns weg reiten. Feindliche Patrouille in der Nähe von Jarvik entdeckt. Das heißt, der Feind ist theoretisch hinter uns. Da sind sie.
Jetzt schneller als sie. 77 Gegner. Boja Flan. Ja, ja, Bulba als Gefangenen dabei hat. Oh, den zu befreien, das wäre sehr gut. Ansonsten eine relativ angeschlagene Armee. Veteranen, da ziemlich viele. Reiter, oh. Ganz anständige Armee. Ja, sollte ich mir unseren Namen merken. Gebt euch oder stirbt. 75 Mann ist sonst zwar zahlenmäßig leicht überlegen. Aber trotzdem. Wir sagen mal den Bogenschützen, sie sollen auch hier die Position halten, also wie wir es unsere Infanterie gesagt haben. Wo ich echt gedacht habe, was ist überhaupt der Gegner, ist auch fast da unten. Oh, haben wir schon kopflos verpasst. Ich glaube, unsere Infanterie, sagen wir doch mal, sie darf angreifen. Vor allem, wenn hier so ein Schaf so ein bisschen nach dem Arsch hochkommt. Leute, das soll Infanterie ganz gut lösen können. Ich muss bald sterben. Schon. Das Pferd reitet ein bisschen schneller. Oder wie ist denn der Arm tot? Ja, oh, ich schieße noch zwei wieder daneben. Das ist auch möglich. So, ist noch ein Gegner. Bogenschützen, dass sie angreifen dürfen. Ein sehr glückliches Gelände auf jeden Fall wieder gewesen. Und wir haben gewonnen. Sonst Verluste. Wurzmedi wurde getötet. Nordfußsoldaten, Veteran. Wurde zum Glück noch verwundet. Einige welche Truppen verloren. Sie haben 4 Mann verloren. Na gut. Gegner 50 Mann getötet. 24 verwundet. Flan hat es geschafft zu fliehen, das ist schade. Ja, Bulba, ihr habt mich befreit. Dafür stehe ich euch auf ewig in eurer Schuld, mein Freund. Ja, sehr schön. Wow, bei mir ist 6 auf plus 1. Und wir gewinnen Ehre. Ich denke euch, oh ja. Ich will jetzt nicht mit dem Date zu mir gewesen ist, ja. Das sind auch gute Soldaten, die wir einstellen können. Sehr gut, den Rest können wir eigentlich mal ein bisschen austauschen, oder? Gucken noch mal frei, mal Fußsoldaten mit. Die 3 welche Fußsoldaten, die wir haben, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben halt noch hier ein paar Bogenschützen mit und so. Ist in Ordnung. Ansonsten Veteranen, die wir mitnehmen können, Reiter, das bringt sehr viel. Diese Mitarbeiter kann ich noch mehr mitnehmen. Ansonsten, oh ja. Massig Pferde, gute Rüstung. Speere, die wir auch Francis tun können. Aus dem Schildkrieg mit 498 Dinare, das hat sich verdammt nochmal gelohnt.
Truppen verbessern können, ein paar Nordhus gerade mehr. Ja, sehr schön. Dann können wir auch damit Vierantes reden. So, wir müssen mal gucken, was hier der beste steht. Wir standen 9. Ja, das kriegt er dann mal. Das Schuhe nicht wirklich. Nordisch wäre das rostig, ist es schlechter. Kann aber Wurfspeere kriegen. Damit kann er eigentlich nicht umgehen, okay. Ich könnte den theoretischen Pferd hier zu Kraft machen. Ja, aber haben sogar ein Jagdpferd hier. Gut, dann können wir mal mit Mathe drehen. Die hat ein Reitpferd. Ja, ein Stoß. Jagdpferd besser, ja. Wäre es. Damit kann ich auch nicht umgehen, na gut. Brüstungsmäßig 35,5, ja, das ist vielleicht ja. Hat sie auch berisserisch ihre Lanze, ja. Gut, dann können wir den ganzen Kram verkaufen. Aber wir wollten ursprünglich nach Rivershack. Um zu gucken, ob da Jagdgründer ist. Oder ob da jemand ist, der zumindest weiß, wo er sich aufhält. So, in der Nacht sind wir mal wieder sehr langsam unterwegs gewesen. Ansonsten sind erstmal keine Gegner in Sicht, da sind ein paar Seeräuber, die sowieso zu schnell für uns sind. Da ist die Burg Beluga, 162 Mann. Ah, da hat ja wohl ja Flan hin gerettet. Für uns. Die Burg will man ja ruhig mal einnehmen. Oh, ich habe wir fangen ja noch mit dem Feind, das ist halt unschön. Das ist ja Ria Malt. Und hier ist sonst auch niemand mehr. Also klar, scheint vorbei zu sein. Den quatschen wir mal an. Leute, Schule zu halten. Naja. Weiß er denn? Wo die Algunter ist? Bei Kuaf, okay. Was soll sein Männern? Ich bin in der Nähe von Rivershack nach dem Feind. Naja. Was soll man machen? Das Gute ist, Kuraf ist ja zum Glück nicht allzu weit entfernt. Vielleicht schaffen wir es rechtzeitig hin. Bevor gute alte Jalgrundur wieder weg ist. Unser Trupp aus mehr Kavallerie bestehen würde, dann wären wir auch deutlich schneller unterwegs. Das ist beim pünktlichen Nord aber eher nicht der Fall. Wir sitzen eher auf massive Infanterie, die dafür ziemlich gute Panzer ist. So viel mitten in der Nacht, da sind wir sowieso mal besonders langsam. Kann ich Truppen verbessern? Nein. Okay. Wie viele Feinde sind hier so drin? Hier sind noch nicht mal nah genug dran, das zu sehen, okay. Doch, 206 Mann, naja. Noch mehr als da hinten, also eher uninteressant. Mit so einem 68 Mann Belagerung starten, wäre sowieso nicht die beste Idee. Und ja, Grundor ist tatsächlich noch hier, sehr gut. Und auch so viele Gefangene. Von Welt hier, das ist auch ganz interessant zu sehen. Kuroi sind uns übrig gleichgültig gesonnen, okay. Egal. Egal, gut, du Alter, was geht ab? Lange nicht mehr gesehen, wie hast du die Feindschaft überstanden? Schiri, ich hab diesen Hund Buja wieder bekämpft und besiegt. Ah, hätte ich ihn doch nur um Gnade, wenn sie gehört. Ja, das hätte ich gefreut. Irgendeine Aufgabe. Warum arbeiten wir schon noch dran? Wir haben doch alles dabei, oder nicht? Moment.
Moment, ich bin verwirrt. Ich gehe trotzdem erstmal in die Schenkel. Zum Lösegeldvermittler. Ja. Wo er will noch Schenner haben. Wieder haben wir jeweils 96, okay. Die Reiter 160, Wahnsinn. Soldaten. Auch mal für 60, gut. Halt los, der Säufer. Hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Was ist denn mit ihnen hier verkehrt? Ich will trotzdem kämpfen, okay. Mein Gott. Hier haben noch unsere Schwerter halten, das war toll. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur meinen Frieden haben. So. Geschenk beschaffen, ihr habt sich samt Unfälle. Ja. Und ich habe samt Unfälle. Ich habe samt Unfälle. Warum reicht das nicht, um die Quest auf euch abzuschließen? Wir haben doch alles. Ich würde sagen, darüber können wir uns auch das nächste Mal noch den Kopf zerbrechen. Bis dahin. Ciao, Leute.